So, liebe Handballfreunde, MDR hat sich dazwischen gedrängelt, aber das kann man sich dann wenigstens im Fernsehen nochmal anhören. Jetzt hören wir es aber live hier. Zunächst die Einschätzung. Nee, erstmal Applaus nochmal für beide Teams. Mittwochabend ein sehr unterhaltsames Handballspiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Norman Rentsch, Ihre Einschätzung zu diesem Spiel. Ja, kurz und bündig hast du das schon zusammengefasst. Zwei unterschiedliche Halbzeiten. Ich glaube, in den ersten 20 Minuten haben wir nicht den Druck, nicht die Tiefe halt gefunden, um uns gute Torchancen zu erspielen, sind somit halt in einfache Fehler halt reingelaufen und haben den THC halt in ihre Paradedisziplin, in den Konterspiel halt eingeladen, zu viele einfache Tore auch über die Rechtsaußenposition halt kassiert. Ich glaube, die Winkel waren gar nicht so leicht für Hendrix. Von daher ist es, glaube ich, erklärbar, dass man dann halt 10 Minus dann zur Halbzeit reingeht. Aber ich glaube, wir haben dann den Schalter umgelegt. Wir haben halt gute Abwehr halt gespielt. Resultiert, glaube ich, aus einem bewussteren Angriff, wo wir uns Situationen erarbeitet haben, wo wir zum Torwurf gekommen sind. In der Abwehr konnten wir ein bisschen was ausprobieren und das stimmt mich positiv. Wir haben jetzt erst unsere Aufgaben, die richtig halt zu Hause vor allen Dingen halt anstehen. Darauf wollen wir uns vorbereiten und entsprechend da keine Baustellen halt aufbauen oder erarbeiten. So heißt es jetzt halt einfach mit dem Bewusstsein in die nächsten 10 Tage halt zu gehen, uns gut auf Neckarsulm vorzubereiten und dann hoffentlich halt auch zu gewinnen. Ja, also zweite Halbzeit wird mitgenommen, ist auch ganz gut und motivierend und wir wünschen euch und dem gesamten Team alles Gute für die verbleibenden Spiele und hoffen mit euch auf den Verbleib in der ersten Halbzeit. Handball-Bundesliga, Herbert Müller, deine Einschätzung. Ja, zuerst mal möchte ich mich bei allen Fans bedanken, die heute hier in die Halle gekommen sind und uns unterstützt haben. Für uns war das ganz, ganz wichtig, dass wir von der ersten Sekunde an ein Zeichen setzen. Das war wirklich zwangsläufig eine absolute Bedingung, die wir an die Mannschaft weitergegeben haben, weil wir doch in dem Spiel um den dritten Platz die Anfangsphase total verpennt haben und viele Tugenden, die dem THC eigentlich heilig sein sollten, vermissen haben lassen. Und darum war es heute für uns wichtig, dass wir kämpfen bis zum Umfallen und in unserer Körpersprache von der ersten Sekunde an zeigen, dass wir gewillt sind, über Kampf, über Emotion, über viel Herzblut in dieses Spiel zu kommen und keine Zweifel aufkommen zu lassen, dass wir das Spiel auch klar gestalten wollen. Ich denke, das ist uns in der ersten Halbzeit optimal gelungen. Wir hatten da sehr viel Tempo, eine gute Abwehr, sind ins Konterspiel gekommen, wie Norman das gesagt hat. Und mit der Halbzeit bin ich natürlich mega glücklich. In der zweiten Halbzeit bin ich froh, dass Zwickau weiter so gekämpft hat und nicht aufgegeben hat. Wir wollten dann trotzdem auch nochmal viel wechseln, nochmal auch Kim Spielzeit geben, aber auch in erster Linie noch mal ein paar Dinge in der Abwehr auch probieren, wo dann Spielerinnen noch mal Spielzeit kriegen sollten. Annika Niederwieser hatte ein bisschen Knieschmerzen, darum mussten wir eigentlich unseren Abwehrchef draußen lassen in der zweiten Halbzeit. Letztendlich, denke ich, war das ein munteres Spielchen. Ich hoffe, die Fans hatten Spaß. Ich wünsche Zwickau natürlich alles Gute für die nächsten Spiele. Ich bin bei dir. Ich will auch unbedingt, dass sie in dieser Liga bleiben. Und wir haben jetzt wieder einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und jetzt bitte ich alle, am Wochenende, am Sonntag in die Halle zu kommen und uns zu helfen, weil mit Storhammer kommt hier ein Mammutgegner und da müssen wir alles reinwerfen und über uns hinauswachsen, um eine gute Chance zu haben. Danke. Bin überzeugt, die Fans werden alles reinwerfen. Das war heute der Appetitmacher für den Sonntag. Sonntag 16 Uhr Thüringer Handballclub gegen Storhammer Handball Elite hier in der Salzhalle. Danke, macht's gut, bleibt gesund.